Selten war es so ruhig im Presseraum des BVB. Die Stimmung gedrückt, die Gesichter der Trainer leer. Ein 80-jähriger Fan war während des Spiels gestorben. Alle Reanimationsversuche erfolglos gewesen. Und als rund eine Stunde gespielt war, hatte sich diese Nachricht im ganzen Stadion verbreitet. Es war eine sehr beklemmende Situation, weil ich persönlich die Mannschaft, glaube ich, über die gesamte zweite Halbzeit, aber ich sehr lange gar nicht wusste, was los ist und dann erste Gerüchte gehört habe. Wir alle wissen, und das wissen wir jeden Tag, dass es viel wichtigere Dinge gibt als das Fußballspiel. Das entlässt uns nicht aus der Pflicht, alles aus unserem Talent zu machen, jedes Training zu genießen und auch ernst zu nehmen, jedes Spiel zu genießen und auch ernst zu nehmen. Ich habe irgendwann gedacht, wieso ist jetzt hier ruhig im Stadion? Es ist unheimlich beeindruckend, wie schnell das mit 80.000 Leuten durchkommuniziert wird. Ich weiß nicht, wie über stille Post, über Internet, über Handy, dass das geht. Und in den wenigen Minuten war es ganz still. Auch dann die Solidarität unterhalb der Fangruppen. Ich fand das schon beeindruckend und es war dann nicht mehr so einfach zu coachen. Ich wollte dann nicht, ja, es war dann ein bisschen komisch, wenn man da reinbrüllt, aber trotzdem war es halt noch ein Fußballspiel. Deshalb war es etwas zwiegespalten, unten am Spielfeldrand zu spüren, dass etwas nicht stimmt, nicht zu wissen, was es ist und trotzdem deiner eigenen Verpflichtung Folge zu leisten, zu spielen und so gut wie möglich zu spielen. Wie war die Stimmung nachher in der Kabine? Ich nehme an, Sie waren noch in der Kabine, direkt nach dem Schlusspfiff. Ja, gespalten, also weil es ist natürlich Diskussion dann. Also die Spieler sprechen drüber und reden dann auch drüber, wie sie das empfunden haben. Und da ist aber, und das finde ich dann auch okay und möchte ich auch nicht verschweigen, da ist auch ein bisschen Ärger drüber über vergebene Torchancen, das wird dann auch mit diskutiert. Also es mischt sich dann. Der Fußball an diesem Abend nur Nebensache. Die Reaktion der Fans, irgendwann gemeinsam You'll Never Walk Alone anzustimmen, eine beeindruckende, pietätvolle Reaktion.